Los. Oh, wir an die zweite. Ich warte noch drauf. Ant-Man. Oder Iron Man? So eine Mischung aus beidem. Ja, irgendwie schon, ne? Der Helm ist so ein Mix und die Farbe passt halt zu Ant-Man. Sieht wieder recht offen aus. Okay. Ja. Das ist eigentlich, ist das die Originalsprache von Lösch dich? Von Lösch dich? Ja, man hat das jetzt nur nicht verstanden. Oh. Oh. Ja, schon wieder. Ja. Wow. Komisches Teil. Hä? Okay. Hier sind Waffen. Warum geben die uns die nicht? Oh, guck dir mal die Sexbilder hier an. Sexschreiben? Oh. Oh. Ein Gesicht wie ein Pferd. Mhm. Oh, oh. Oh, oh Leute, Metal! Metal, Leute! Servus und herzlich willkommen an unserer Basis. Gut, dass wir es geschafft haben, Isaac. Ich habe ja auch jetzt eine neue Freundin. Ne? Das ist mein Mulle. Was soll das denn heißen? Ich würde gerne mit dir bitte in den Nürnberger Zoo. Wir brauchen ihn. Diese Mission brauchen wir. Oder ein Trip nach Köln zu Eblali. Schluss jetzt, stopp! Wir müssen die verdammte Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Ich schon. Du bist der Schwarze. Ich weiß nicht, worum war das. Ich habe mich durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt und... Ich dachte, das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch. Aber es ist am anderen Ende des Komplexes. Dann sehen wir uns das mal an. Jetzt so ein richtiges Affengesicht. Mhm. Was für ein Riesenarschloch, ne? Ah, da merkt man wieder, auf was er steht, ne? Auf riesige Muschis. Ja, hat ja auch bestimmt ist hier irgendwo noch die Taschenmuschi von ihm. Trinken Sie hin und wieder was, Sir? Oh! Stange! Loot! Kapitel 10, wir haben die Hälfte geschafft, glaube ich, oder? 19 gab's. Ja, sogar mehr die Hälfte. Pneumobrenner! Flammenwerfer incoming! Ja. Ich glaube, jetzt habe ich aber keinen Wolfram mehr für solche Stangen. Weil er ist nicht. Geil. Ich hoffe, hier ist eine Bank. Irgendwo bestimmt. Es sieht voll schön aus hier. So ein richtiger Stützpunkt. Ne? Ja. Aber von Russen anscheinend. Was ist das? Hier ist eine Bank. Achso, das ist das, haben wir schon mal gehört. Ja, ich drück doch aktivieren. Wäre Standardram, Pneumobrenner. Oh, Wolfram. Aber nicht so viel. Und Platine. Das war nur Schadensplatine, ne? Mhm. Drauf geachtet. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Pneumobrenner. Der hat aber auch keine Spitzen. Vom Brennen. Okay. Mehr will ich gar nicht. Impulsgewehr. Obwohl noch so ein Rad mache ich schon. Mir fehlen noch 100 Halbleiter und immer noch 300 Wolfram. So. Da. Ich mach eine neue Stange. Mhm. Du musst ja deinen Wolfram sparen. Dein Wolfram. Ja. Gab's. Oh mein Gott. World of Wolfram oder wie hieß das? Was? Da wo Dings mit dabei war, Drache in Köln. Das hieß doch, glaube ich, so oder oh nicht. Oh mein Gott, ja. Oh. Ah.
Oh, scheiße. Ich bin so ein Fuchs. Das ist so ein Drachen-Game, voll einfach. Oh, was ist das denn für ein komischer Flammenwerfer? Lel! Ich dachte gerade, draußen ist irgendwie so die Polizei. Ich sehe so ein blaues, grünes Licht, wo ich rausgucke. Das ist meine Grafikkarte, die leuchtet. Alles klar. Es ist beruhigend, ist das. Hier sind Bilder von Hitler und Stalin. Ja, geil. Die haben die diesen Bunker hier gegründet, glaube ich. Gemeinsam? Du machst irgendwas auf, kann das sein? Ja, die Tür. Mal gucken, was hier ist. Verriegelt. Ah! Das ist ja geil. Ich kann aus dem, daraus natürlich dann jetzt mit dem schweren Standardrahmen kann ich jetzt eine schwere Waffe machen, die endlich zweihändig ist. Alter, bin ich darüber froh. Konnte man doch schon die ganze Zeit, oder? Ja, nicht? Aber ich hatte keinen schweren Standardrahmen. Ich? Nö, vor allem mit dich habe ich den Ich habe zwei Stück davon sogar. Ich guck mal. Ja, ich gehöre ja zu den Leuten, ich verkaufe die Dinger ja. Superbots sind zurückgekehrt. Oh. Ja, ich verkaufe die Teile ja wahrscheinlich die ganze Zeit und, Ja. Mein Granatwerfer ist auf dem schweren Standardrahmen. Hm. Ja, das Ding ist, ich hab halt, verkaufe immer alle Sachen, weil, ja, ich will Ressourcen, ne? I see. So, jetzt hab ich... Ja, müsste ich eigentlich auch mal machen. Ich find's halt, so sammelt man halt. Sonst hätte ich halt nie 300 Wolfram bekommen, ne? Ein Magazin gibt 200 Altmetall. Ja, mir fehlt halt, was mir jetzt noch fehlt, ist eine obere Tourspitze gerade, eine gute. Aber dafür müsste ich halt immer was ausgeben. Ah, da. Habe ich denn so viel Rahmen? Das lohnt sich alles nicht. Kompakter Standardrahmen habe ich 3 Stück. Ich weiß nicht, ob ich die Sachen verkaufen soll. 250 Halbleiter, 300 Wolfram fehlen einfach noch. Oh, 37. Weil ich gucke immer, was brauche ich so ziemlich gar nicht. Oh, ich habe einen Plan erstellt. Okay. Ich könnte jetzt zum Beispiel könnte ich einen Plasmakern verkaufen, das würde mir aber nichts bringen, da würde ich halt mehr nach als Vorteile haben. So kompakte Standardrahmen kann ich nicht verkaufen, die brauche ich nämlich nicht, weil ich will halt nur, ne, das lohnt sich nicht. Ja, ich hab zum Beispiel welche. Also ein. Ich will eine leichte Waffe haben und eine schwere Waffe. Ne, ich will zwei schwere haben, wenn dann schon. So, hast du übrigens, das heißt, habe ich die ganze Zeit bin ich damit nicht rumgelaufen, hast du oben in deinem Slot was drin? Da im oberen Slot ist doch Dings drin, oder nicht? Der Roboter. Nein, 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 in der Waffe im oberen Slot. In der Bank. Ach so, ja, klar. Okay. Da bestehen Stasebeschleuniger, glaube ich, was und Erste Hilfe. Okay, gut. Alter, was das für ein Geräusch macht, hörst du das? Warte mal. Ich stelle mich mal gerade an dein Ohr. Ja, putzelt halt. So wie der Rainer seine Zwiebelschnitzel putzelt. Hey, pass auf Isaac. Isaac, wir sind hier draußen. Und wir frieren. Beeilen Sie sich bloß. Ja, ja. Die frieren. Ja. Ant-Man. Sollen die mal was anziehen? Ja, obwohl die Frau ja nicht. Dorian wartet auf uns. Hey, die haben doch Jacken. Die können doch nicht frieren. Picker. Oh mein Gott. Ich glaube Dorian. Er will sich ein letztes Fecht vorm Knast liefern. Komm, komm schon. Lauf. Early. Geh schon. Nee. Hä? Wer ist das denn? Ich glaube, es ist Imp.
Er kommt Dorian zur Hilfe. Scheiße. Warum wollen uns denn Menschen angreifen? Alter, es ist ein Flammenwerfer. Geil. Ja. Okay, das ist ja gerade gute Waffen. Ducken? Achso, jetzt wird mir gezeigt, wie ich mich ducke. Abrollen. Wow, das wird mir jetzt auch gezeigt, wie man sich rollt. Geil! Alter, ist das kommt ja früh. Dumm. Nee. Ey, das kommt ja richtig früh. Ich hoffe, gleich wird gezeigt, wie man die Waffe nachlädt. Sorry, aber was ist das? Oh, geht's hier rein? Oh, nee. Hier geht's rein. Wo ich aber bin. Oh. Augen wie ein Lursch. Hm. Das ist aber natürlich hart. Hart gut. Hardcore. Emaskulin. Ja. Ja. Muss auch immer alles so eng sein, ne? Mhm. Sie müssen uns hierher gefolgt sein. Das ist unmöglich. Nicht durch den Schockspecks. Ach ja, ist aber so. Ali, schaffst du es bis zum Lager? Nö. Oh Gott, da kommen sie. Sollen die doch sterben? Ali. Interessiert mich nicht. Wir haben uns, wir können homosexuelle Liebe machen. Ja, wir sind auch die Hauptcharaktere, nicht? Ja. Scheiß Side-Characters. Colin, schaff deine Leute her, er ist hier. Übertragung abgefangen. Hm. Zeug, heil dich mal. Ja, mach ich doch gerade. Gut. Hoffe ich für dich. Ja, hab ich. Ich finde den Flammenwerfer toll. Der war komisch, keine Ahnung. Der ist halt, da muss man relativ nah rangehen, aber dafür macht das Ding extrem viel Schaden. Und für die andere habe ich halt meine andere Waffe. Die ist wohl sehr präzise, sowieso. Ach so, Raketen! Wow, die haben Raketen! Oder machst du das? Nein, so, jetzt hier der Flammenwerfer. Hä, die mutieren? Es ist Fallout! Sie mutieren! Alter. Hä, was macht der? Siehst du das hier? Was denn? Hier die Leiche? Oh, jetzt macht sie nichts mehr. Bei mir hat er rumgespackt. Breakdance. Ich habe gehört, wenn Menschen sterben, machen sie manchmal einen Breakdance nach ihrem Tod. Nein, sie deppen. Hab ich gehört. Depp ist zu alt. Hier. Verriegelt. Ja, aber hier ist ein Fahrstuhl. Oder was auch immer das für ein Ding ist. Geht es allen gut? Eine drehende Schleuse. Oh, hier ist wieder eine Anzugstation. Geil. Das Experiment zur Signalverfolgung sollte darin sein. Rick Upgrade. Aber ich glaube, ich mache trotzdem den Flammenwerfer weg. Ach was. Der ist nicht schlecht, aber auch nicht so wirklich gut. Ah, bald habe ich die Panzerung komplett voll. Ich habe ja immer noch den Plasma-Brenner. Plasma-Kern. Alles. Da. Reichweite von Chinese habe ich jetzt auf Full. Ich bin der Anzug, Mann. Ich brauche keine Waffe, wenn ich einen Anzug habe. Oh. Gerichtete Schwebefeld. Hier, sowas mache ich dann jetzt zum Beispiel. Weil ich weiß, ich werde diesen Plasmabrenner nicht nutzen, kann ich den jetzt verkaufen. Krieg dafür 50 Wolfram. Ich will den eigentlich auch nicht haben. Ich will den auch das verkaufen. Ist halt, ne? Das sind halt solche Sachen, da kann man dann überlegen. Wenn du sie eh nie nutzen wirst. Der ist langweilig. Ja, das Ding ist, er ist eigentlich gut, aber du musst, der ist halt extrem scheiße in der Handhabung. Hör, gerichtetes Schwebefeld? Haben wir gerade bekommen. Ja, ziemlich musst du dafür extra aus der Bank rausgehen. Aus der Bank. Hm.
Push da wieder hin. Wo ist das denn her? Ach da. Er schafft einen Raketenwerfer. Ah, für das ist nice. Alter, das will ich haben. Dann muss ich schnell die Waffe wechseln. Zack, zack. Und... voilà. Geh doch hoch. Gerichtetes Schwebefeld. Geil. Yes. Ein Raketenwerfer mit einer Pumpgun unten dran. Das ist nicht schlecht. Bräuchten mal hier neuen Rahmen. Alter, ich kann ein Locher machen. Elite-Rahmen. So. Raketenwerfer, Dorian, wo bleibst du? Jetzt sitzt aber hier mal, jetzt wird's spannend mit den Waffen. Gucken, Platinen. Was kann der Raketenwerfer so gebrauchen? Feuerrate brauchen Raketenwerfer jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. Nee, nicht wirklich. Ich habe zwar jetzt nur zwei, ich sag mal, schwere Waffen auf der linken Waffe, aber... Ich mach jetzt mal alle Platinen aus meinen Waffen raus. Zack. Und setz jetzt nochmal neu. Raketenwerfer braucht eigentlich nur Schaden, finde ich. Ja. Schaden. Zwei Schaden. Und dann kriegt er noch Schaden und ein Clip mehr. Die Pumpgun. Kann die brauchen. Nachladen und Clip. Pumpgun könnte ich eigentlich auch Schaden gehen. Feuerrate und Schaden tue ich mal rein. Zack. Und Schaden bitte noch. So, okay. Und dann gehen wir jetzt dahin. Da brauche ich Feuerrate auf jeden Fall. Feuerrate. Dann tun wir da noch Schaden hin. Nachladen plus Schaden. Schaden, nachladen plus Schaden. Ah, wir haben doch bestimmt noch. Ich? Okay, Feuerrate. Feuerrate. Ja, was ist bei Clip? Ein Clip? Ja. Dann. Ein Schaden noch. Okay. Dann können wir eigentlich Platinen verkaufen. Aber die geben keinen Wolfram. Ja, das ist das Problem. Dann brauche ich die auch nicht verkaufen eigentlich. Okay, ich bin soweit. Ja, ich auch. Ich hoffe, das ist die richtige Wahl. Ich habe jetzt Waffen mit wenig Schuss, aber mit viel Schaden. Ah nee, ich muss nachladen. Okay, ich wollte schon sagen. Was? Hä? Was denn mit dir? Warum kann ich... Mein Raketenwerfer hat genau einen Schuss. Nur, und dann ist das komplette Ding leer. Ja. Das ist scheiße. Meiner hat wenigstens 6. Das lohnt sich halt. Mein Dings hat 6. Was war das? Meine Pumpgun hat 6. Ja, meine, ich sag mal, Pumpgun im Endeffekt hat 23. Damit egal, bin ich zufrieden. Ich spiel ja eigentlich eh mit den leichten Waffen. 10 und 16, ja. So, ich bin jetzt okay. Überlegen, ob wir jetzt nicht wieder die Anzüge wechseln sollten. Ich glaube, es ist nicht so sinnvoll. Am Ende müssen wir wieder rausgehen. Und hier gibt es halt keine Wärmequellen. Ja, ja. Guck, und schon sind wir wieder draußen. Ja, ja, ja. Wow. Oh mein Gott, wir müssen, glaube ich, gar nichts tun. Die töten sich, glaube ich, selbst. Oh. Mach du das mal, ich habe gerade meinen Roboter gesetzt. Ja, ja. Das Ding ist halt einfach mit den Waffen, die wir machen, waren wir fast alle überall One-Hit.
doch gut. Ja, ja, das ist ja das Schöne. Wir müssen oben lang. Oh. Wir müssen da rechts lang, also gehen wir hier lang. Ich folge dir einfach mal. Hä? Das kommt mir doch bekannt vor. Hier geht's nicht lang. Da auch nicht. Ja, hier ist nix. Das war wohl einfach nur so ein Troll. Alter. Wissen wir doch, getrollt wird nicht. Wer trollt, fliegt, Mann. Können die das nicht begreifen? Einfacher können die Regeln nicht sein.